Es war ein sehr zähes Ringen gestern, aber Sie haben es geschafft. Es gab ein richtiges Ringen zwischen denjenigen, die beim US-Leitindex versuchen wollten zu verhindern, dass der Index die Marke von 5000 Punkten erreicht. Und es gab andere, die das unbedingt wollten. Die Wall Street insgesamt hat natürlich nichts dagegen. Das gibt schöne Headlines, S&P 500. Vor dem Wochenende denkt sich dann der eine oder andere US-Privatinvestor, also jetzt muss ich wirklich mal rein in diese Märkte oder muss mein Engagement verstärken. Das jetzt vor den heute erfolgenden Revisionen zur Inflation in den USA. Uhrzeit unbekannt, habe ich nirgendwo gefunden, aber das ist das, was heute wahrscheinlich wichtig wird an der Wall Street in Ermangelung auch anderer Konjunkturdaten und einer Berichtssaison, die jetzt so ein bisschen ausläuft in den USA. Schauen wir uns die Dinge mal an. Hier sehen wir das. Diese Gamma Wall 5000 war sehr, sehr wichtig und wir sehen gestern der S&P 500 die ganze Zeit unter dieser Marke rumgewabert und gewabert. Hier sehen wir in dieser Grafik, die ich gestern schon gezeigt hatte, dieser große grüne Balken, das ist die Marke von 5000. Da war unfassbar viel Interesse und hier sehen wir ein großes Kaufprogramm. Ist dann angetreten und hat es geschafft, den S&P 500 auf 5000 und ein paar zerquetschte, also 5000,5 glaube ich war es gewesen, hat man geschafft. Es hat 757 Tage gedauert, bis der S&P 500 von 4800 auf 4900 gestiegen ist, aber nur 15 Tage, bis er dann den Schritt von 4900 bis 4500 erreicht hat. Und hier sehen wir diesen Spike mal eben nach oben durch dieses massive Kaufprogramm. Kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie zufällig ist, sondern da gab es ein Interesse. Damit hat jedenfalls insgesamt der S&P 500 900 Punkte zulegen können seit dem Tief am 27. Oktober. Entspricht einem Zuwachs von Marktkapitalisierung von lächerlichen 8,5 Billionen Dollar. Das ist weit mehr als das Doppelte, was Deutschland in einem Jahr produziert. Die deutsche Wirtschaft, die deutsche Bevölkerung etc. etc. Also das deutsche BIP. Hier sehen wir mal die, fast sarkastische Aussage. Eigentlich haben wir es ja mit dem S&P 5000 zu tun. Wir sehen, dass die Oberschicht weiter mit geschlossenen Augen Aktien kauft, große Aktien kauft, weil sie wissen, dass die US-Regierung Geld druckt ohne Ende, dazu gleich noch mehr. Es gibt einfach noch zu viel Geld da draußen, heißt es hier, und in der Tat, die Geldmenge M2 steigt ja wieder, wie ich gestern gezeigt habe, und das alles jetzt vor der Revision der Inflationsdaten. Der Fokus liegt natürlich auf der Revision des Jahres 2023 oder der einzelnen Monate, aber die Fed, respektive das Bureau of Labor Statistics, so muss es richtig heißen, die wird auch die Vorjahre revidieren, das ist dann weniger wichtig, aber vor allem wichtig dann eben die zweite Jahreshälfte 2023, weil man hier einen Trend ableitet. Und genau vor einem Jahr hat das Bureau of Labor Statistics eben das Gleiche schon mal gemacht und das hat damals dazu geführt, dass man vor allem das erste Halbjahr nach unten revidiert hat, was die Inflation betrifft, das zweite Halbjahr allerdings deutlich nach oben revidiert hat, vor allem das vierte Quartal. Das hat damals dann Zweifel ausgelöst. Naja, wir haben gedacht, die Inflation kommt schneller runter. Jetzt sehen wir, dass das doch nicht so schnell ist. Das hat dann zu einem Anstieg der Renditen geführt. Das hat den Aktienmärkten damals nicht so wirklich geschmeckt. Mal sehen, was heute passiert, ob überhaupt die Revision bedeutend ist. Ja oder nein, weiß man halt im Vorfeld nicht. Aber ich erwähne es, weil die Wall Street sehr stark drauf guckt, nachdem es eben im letzten Jahr durchaus starke Auswirkungen gehabt hat. Und schauen wir uns mal hier. Unten sehen wir links die Erwartungen, dass die Fed im März die Zinsen senkt, gehen deutlich nach unten. Die Erwartungen für Zinssenkung in 2024 gehen deutlich nach unten. Es klafft also diese große Lücke zwischen dem Verlauf, hurra, die Zinsen sinken als maßgeblicher Rallye-Treiber und hups, die Zinsen sinken vielleicht doch nicht so schnell. Und hier sehen wir mal eine Aufstellung der verschiedenen Banken in den USA. Ihre Aussagen zum 01.01.2024 und jetzt zum 08.02.2024, also von gestern, dann sehen wir, fast alle haben ihre Senkungserwartungen, was das Volumen betrifft, nach unten genommen und vor allem haben sie den Termin verschoben. Es erwartet jetzt keine einzige US-Bank mehr, dass im März die Zinsen sinken. Noch vor einem Monat war das durchaus, fast die Hälfte
gut ein Drittel auf jeden Fall, die gedacht haben, okay, im März sinken die Zinsen, so wie die Fed Fund Futures das ja auch eingepreist hatten. Jetzt ist der früheste Termin Mai und vor allem die Anzahl der Senkungen ist deutlich nach unten genommen worden. Jetzt gibt es manche, die sagen, okay, schaut euch doch mal die Geschichte an. Wenn die Fed die Zinsen langsam senkt, dann ist doch alles in Ordnung. Schlecht ist es für die Aktienmärkte, wenn die Fed die Zinsen schnell senkt, weil dann gibt es einen Grund dafür, weil eine Rezession zum Beispiel, dann laufen die Aktienmärkte gut. Also wäre es doch gut, wenn die Fed die Zinsen langsam senkt. Ja, da ist absolut was dran, aber die Frage ist, wird die Fed die Zinsen langsam senken, ja oder nein? Das wird eben auf die Konjunktur ankommen und auf die Lage der US-Nation insgesamt. Hier sehen wir gestern mal in Sachen Schulden der USA eine sehr, sehr gut verlaufende 30-jährige Anleihe-Emission. Vorgestern hatten wir eine 10-jährige, die auch starke Nachfrage hatte, vor allem von Ausländern. Also sehr solide. Aber dennoch sehen wir, dass die Renditen nicht fallen, sondern latent sogar steigen. Hier die 10-jährige Anleiherendite, also starke Nachfrage nach Anleihen. Normalerweise drückt das die US-Renditen nach unten, passiert jetzt diesmal nicht. Und der Grund dürfte sein, dass die Märkte langsam eben sich klar werden, dass da so viel Angebot noch kommt an Anleihen, dass eben man nicht bereit ist, hier geringere Renditen respektive Zinsen zu erwarten. Und das große Problem ist eben die Ausgabenseite in den USA. Wir werden in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich 28% des BIPs werden die Amerikaner ausgeben, bei nur 19% des BIPs an Einnahmen. Das heißt, diese Lücke, dieses Loch wird immer größer, wenn sich da nicht Fundamentales ändert. Die Amerikaner haben 2023 das drittgrößte Defizit aller Zeiten gemacht und wir sehen, dass vor allem diese Schuldenorgie, die man in Corona gemacht hat, dass die einem jetzt auf die Füße fällt mit wahnsinnigen Zinszahlungen, die man leisten muss. Also müsste die Fed eigentlich die Zinsen senken. Wird aber schwer. Mal gucken, was passiert angesichts dieser Euphorie an den Märkten. ARM hat gestern alleine 38 Milliarden an Marktkapitalisierung zugenommen mit einem Sprung von 48%. Umsätze von ARM im Jahr keine 3 Milliarden, also mehr als 10 Jahre. Man könnte also sagen, man verfrühstückt jetzt schon die Zukunft. Alles wird mal eingepreist, was vielleicht in den nächsten Jahrzehnten passieren könnte. In dieser AI-Euphorie hier sehen wir mal die Asset Manager jetzt so long positioniert in US Futures wie seit mindestens 15 Jahren. Nicht mehr. Für den Greed Index sieht es wieder extreme Gier. Gleichzeitig sehen wir hier natürlich das bullische Sentiment bei 49% bei den Privatanlegern. Vermögensverwalter jetzt in Richtung 100% investiert und hier dieser Tweet, der sagt, jeder ist bärisch. Naja, so richtig bärisch scheint mir das nicht zu sein, wenn ich diese Stimmungsdaten mir anschaue. Aber natürlich kann man wie 1995, 96 einen Markt haben, der praktisch nicht zurückkommt. Damals war ja auch so ein bisschen Internet-Euphorie, das dann zur Tech-Blase geführt hat. Derzeit haben wir die KI-Euphorie und diese KI-Euphorie ist insofern interessant, als wir etwa eine Microsoft haben, die ja mit KI noch nicht wirklich Geld verdient, sondern mit anderen Dingen, aber behauptet oder die Bewertungen bepreisen letztendlich, dass da wahnsinnig viel Geld mit KI verdient wird. Hier sehen wir mal, Marktgewichtung von Microsoft ist etwa das Doppelte dessen, was der gesamte Energiesektor auf die Waage bringt. Gucken wir uns mal den Free Cashflow an. Dann hat allerdings der Energiesektor das Doppelte von Microsoft. Und vor allem, wenn KI wirklich so das ganz große Ding ist, dann wissen wir, dann verbraucht das sehr, sehr viel Energie, weil das eben Hochleistungsprozessoren sind, die immense Rechenleistungen erbringen. Also wenn jetzt wirklich KI das ganz große Ding ist und wir Millionen von Chips sehen, die Rechenleistungen durchführen, warum ist dann der Energiesektor so schwach? Warum sehen wir dann Utilities auf einem Allzeittief zum S&P 500 in Relation zum S&P 500, also die Versorger in den USA Rätsel über Rätsel. However, die US-Firmen werden offenkundig, wie Lisa Abramowitsch hier schreibt, optimistischer in Sachen US-Wirtschaft, weswegen sie wieder verstärkter eigene Aktien zurückkaufen. Okay,
Das ist auch ein Treiber natürlich der Aktienmärkte, die jetzt auf einem Allzeithoch sind. Aber wir sehen, dass Allzeithoch nicht bedeutet, dass keine Rezession kommt. Im Gegenteil, meistens nach einer gewissen Spanne, nachdem neue Allzeithochs erreicht werden, kommt dann diese Rezession mit einer Korrektur. Wird es diesmal auch so sein? We gonna see. Aber hier sehen wir mal, wie die Märkte immer wieder nach oben gepumpt werden. Pumpt nach oben, seitwärts Ditch, pumpt nach oben, seitwärts Ditch. Das ist das Muster, das Sven Henrik hier erkannt hat. Gerne wird das dann auch overnight gemacht, respektive wenn die Wall Street im Kassehandel ist, passiert meistens gar nicht so viel. Das wird dann meistens vorweg gemacht, so wie heute. Wie es aussieht, wir sehen hier das Equity Call Buying Premium, also das, was die Leute, die Optionen Calls kaufen, also auf steigende Aktienmärkte über oder Einzelwerte über Optionen spekulieren. Die sind bereit, massive oder starke Aufschläge zu zahlen, und diese Aufschläge sind so stark wie selten in den letzten Jahren. Meistens, wenn sozusagen die Gier so groß ist, dass die Leute sagen, ja, Hauptsache, ich kann mich hier long stellen mit Call-Optionen, da bin ich auch bereit, hier eine Prämie zu bezahlen, die hoch ist. Das zeigt so ein bisschen, wie Scott Gammer hier schreibt, dass wir durchaus in Gefahr eines Peaks sind, zumal wir ja sehen, dass die Marktbreite weiter abnimmt. Hier sagt der Barchart, guckt euch mal an, wenn jetzt die Zahl der Aktien, die über ihrem 50-Tages-Durchschnitt handeln, unter die Marke von 50% fallen, derzeit sind wir noch nicht so weit, aber der Trend geht nach unten, dann ist das meistens das Verkaufssignal schlechthin. Kommen wir noch zu something different, nämlich zu der Politik. Wieder gestern schwere Aussetzer von Joe Biden, der eigentlich begründen wollte, dass er topfit ist. Dann, indem er gesagt hat, also mein Memory ist fein, ich bin zwar schon etwas älter, aber ich habe dieses Land wieder auf die Beine gestellt, so hat er gesagt, um dann zu sagen, ich habe mit dem Präsidenten von Mexiko telefoniert, Assisi. Er soll doch die Grenzen zu Gaza aufmachen. Gemeint war natürlich von Biden eigentlich der ägyptische Präsident, denn nach meinem Wissen und dem anderer liegt die Grenze zu Gaza auf jeden Fall ziemlich weit entfernt von Mexiko. However, wir sehen also wieder schwerer Fehler, dass es ihm zweimal passiert in dieser Rede. Zuvor hatte er ja Kohl und Merkel verwechselt, Macron und Mitterrand verwechselt. Also das wird immer schlimmer. Heute wird er um 15:45 eine Ansprache halten. Zero Hedge, sarkastisch wird er darüber erzählen, wie er damals mit Napoleon rumgehangen hat. Das ist natürlich so ein bisschen das Dilemma, das die Demokraten derzeit haben. Trump hat übrigens jetzt Nevada, die Caucus gewonnen, allerdings ist Haley gar nicht dort angetreten. Und gestern gab es ja dann den HAR-Report, das ist praktisch ein offizieller Bericht über den Gesundheitszustand des Präsidenten. Und da heißt es dann, er kann, also seine Erinnerungsfähigkeit hat signifikante Begrenzungen. Er konnte sich nicht mal erinnern, wann sein Sohn Bo gestorben ist. Und Jim Bianco schreibt, das ist die Dieser Report ist so verheerend für Biden, dass man eigentlich sich kaum vorstellen kann, dass die Demokraten ihn nominieren. Newsom wäre der logische Favorit, wenn dem nicht so wäre. Manche spekulieren über Michelle Obama, aber es ist natürlich so, dass die Amerikaner von einem Greis regiert werden, ob dieser jetzt Biden heißt oder Trump, der auch schon ein paar Verwechslungen derzeit, dem derzeit Verwechslungen unterlaufen. Putin hat sich jetzt ja gestellt in diesem vielbeachteten Interview mit Tucker Carlson, gesagt, also ich habe kein Interesse, Polen etc. anzugreifen. Und hat gesagt, ich bin bereit zu Gesprächen über Frieden, aber dann muss der Westen eben aufhören, die Ukraine zu unterstützen. Dann wäre das in wenigen Tagen vorbei, sprich, dann würde Russland in wenigen Tagen gewinnen. Dann könnten wir über Friedensbedingungen diskutieren. Das ist natürlich völlig unannehmbar für den Westen. Ihr hört einfach auf, Waffen zu liefern, dann erledigen wir die Ukraine und dann können wir reden. Das wird nicht funktionieren. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Das Risiko von Ausfällen bei Banken breitet sich jetzt auf Europa aus. Gemeint ist diese Gewerbe.
Immobilienkrise, die ja um sich greifte in den USA. Erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung, meine Damen und Herren, Deutschland ist wirklich in Schwierigkeiten. Man sieht das am Kreditmarkt. Die Bonität der Unternehmen wird deutlich runtergenommen von denjenigen, die sich um diese Ratings kümmern. Also diese beiden Empfehlungen möchte ich Ihnen geben und wir werden schauen, dass wir so schnell wie möglich diese Inflationsrevisionen, sobald sie denn da sind, auf Finanzmarktwelt bringen. Also diese beiden Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.